Hallo, hier ist Claudia Katzberg. Wir sind in der Reihe Homöopathie in Krisen bei seelischen und körperlichen Verletzungen und ich stelle dir heute das Mittel Apis vor, das Bienengift. Wir hatten schon Sepia und Staphylsacria und Lycopodium und jetzt stelle ich Apis vor. Da schauen wir uns mal das Mittel an in der Akuthomöopathie. Bei akuten Situationen wendet man Apis ja an nach einem Insektenstich. Und zwar, wenn es zu einer Schwellung kommt, einer Rötung, einem Schmerz, so mit Entzündungszeichen. Wenn der Insektenstich einfach Probleme macht, wenn das extrem ist oder häufig vorkommt. Das kann auch bei einer allergischen Reaktion kommen. Es kann auch durch allergische Auslöser zu diesen Erscheinungen kommen. Also Schleimhäute schwellen an, Schmerzen, Jucken, Brennen, das sind so die Symptome von Apis und Kälte bessert in der Regel. Und wenn jetzt diese Symptome häufig vorkommen, wenn das häufig passiert oder ein Mensch grundsätzlich unter Schwellungen leidet und unter starken allergischen Reaktionen, sollte man bei diesem Menschen grundsätzlich mal an Apis denken, beziehungsweise auch an Natriumuriaticum, das erkläre ich gleich nochmal. Aber Apis ist nämlich auch ein sehr gutes Konstitutionsmittel, nicht so häufig, aber das ist ein Mittel für Menschen, die verlassen wurden. Man nennt es auch Witwenmittel zum Beispiel. Wenn ein Mensch verlassen wurde, sich einsam fühlt, das vielleicht auch öfter vorkommt oder einmal ganz extrem war, in der Kindheit zum Beispiel, wenn eine wichtige Person gestorben ist. Und man sieht das an dem Menschen eben daran, dass er dazu neigt, Schwellungen und heftige allergische Reaktionen zu bilden. Das grundsätzliche Thema kann sein bei Apis, ich wurde im Stich gelassen. Ich wurde gestochen, mehrfach sozusagen. Ich wurde verlassen, ich wurde allein gelassen, ich bin einsam. Und da steckt natürlich auch eine gewisse Trauer mit drin. Das ist ein Kummer- und Trauerzustand. Wie gesagt, kann auch nach Verlust von einem geliebten Menschen geschehen sein. Wenn das nun chronisch ist, wenn das lange zurückliegt, muss man dabei auch an Natriumuriaticum denken, denn Apis ist das Akutmittel zu Natrium, beziehungsweise Natriumuriaticum ist das chronische Apis. Also ein Mensch, der chronisch allein ist, der nicht wieder in eine Beziehung kommt, warum auch immer, der auch nicht mehr dran glaubt oder dem es einfach nicht passiert, der kann sich so einsam und verlassen fühlen, dass diese beiden akut und chronischen Zustände wechseln. Man sieht das bei diesen Menschen, also gerade Natriumuriaticum sind häufig Frauen, sicherlich auch Männer, ich habe deutlich mehr mit Frauen zu tun, Frauen, die ganz starke Wassereinlagerung haben im Bereich der Beine. Da muss man immer an Pulsatilla, Natrium und Apis denken, kommen alle in Frage. Durch genaueres Erfragen kommt man dann dahin, ist das ein akuter Trauerfall zum Beispiel, ist es ein grundsätzliches Lebensthema. Und was sind so die genauen Gegebenheiten, was ist da genau passiert, damit man dann die Mittel voneinander unterscheiden kann. Aber wenn die Symptome Schwellung, Rötung, allergische Reaktion auftauchen, es können zum Beispiel auch Schwellungen im Gesicht sein, so unter den Augen oder um die Augen herum, das ist auch ein typischer Ort dafür. Wenn das häufiger auftritt, sollte man mal Apis ins Auge fassen. Als nächstes Mittel schauen wir uns dann mal Natriumuriaticum genauer an. Das ist ein Mittel, das sehr, 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 sehr häufig gebraucht wird. Das ist eigentlich das Verletzungsmittel schlechthin, das Einsamkeitsmittel schlechthin. Und das schauen wir uns dann im nächsten Video noch einmal an. Bis dahin.